Cyborg-initiiert Kampfsysteme. Was? Nein, ich bin kein Synth. Ich schwöre. So, und da sind wir bei der nächsten Folge Fallout 4. diese komische Siedlung mache ich jetzt erstmal nicht. Preston, wo bist du? Ich habe ja gesagt, ich will gern die Burg erobern, aber jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo der hingerannt ist. Tut mir leid, ich wäre gerade keine gute Gesellschaft. Ist nie gute Gesellschaft. Hier sitzt er auch nicht, wo er mich sitzen lassen hat. Das werde ich dir nie vergessen, Preston. Scheint wirklich was zu werden. Ja, Mama Murphy liegt wieder los, ja. Die Frau ignoriert mich einfach komplett. Ich glaube, die ist sauer. Ich hasse nichts mehr als Raider-Drecksäcke. Wenn du welche siehst, leg sie für mich um. Ich leg die immer um. Raider sind einfach nur Abschaum. Mit. Hallo. Oh, ein guter. Mann, wieso kann man den nicht streicheln? Ja, aber Preston, wo rennst du denn jetzt schon wieder rum? Guck jetzt so gerade. Ein Geschützturm. Gerade sogar ein bisschen mit Watz rum. Oh, jetzt muss ich muss mal so eine Glocke hier bauen. Ich weiß aber gerade echt nicht mehr. Ja, Glocke. Damit kommen sie nämlich alle her. Weil ich nicht dauernd rumsuchen muss. Da hinten ist er. Gut, danke Leute, tschüss. So, Preston. Meinst du, wir sind bereit, die Burg zurückzuerobern? Ja, jetzt können wir's. Ja, machen wir das. Wir werden etwas die Gegend erkunden und vor der Burg auf dich warten. Wir sehen uns da. Ich würde sagen, seine Knifte sieht trotzdem cool aus, ey. Schon eine geile Waffe, die da hat. Hi. Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Was meinten ihr, ob er mich trifft bei der Burg, wenn ich bereit bin? Ich treffe dich an der Burg, sobald wir bereit sind. Ah. Okay. Nein, das nicht. Die Freiheit. Oh. Die ist ganz schön weit weg. Ich hoffe, ich krieg die aufgedeckt, ohne viele andere Sachen jetzt gerade aufzudecken. Das wäre echt wundervoll. Ich stecke ungern etwas auf, was ich noch nicht erkundet habe oder gerade nicht erkunden möchte. Ich will das jetzt mit der Burg einfach mal probieren. Oh, da liegt richtig viel auf dem Weg. Okay, es kann vielleicht sein, dass wir die Folge doch noch nicht die Burg zurückerobern. Weil wenn ich hier noch ein paar Sachen aufdecke, werde ich die trotzdem erstmal erkunden. War da gerade ein Fusionskern drinne? Im Mülleimer? Und hier? Was ist denn hier los? Zwei Nuka Cherries und eine Nuka Cola. Was hast du vor? Eine Nuka Cherry und... Da ist nichts mehr. Raider schon, ja. Durch, ey. Das Jet wird dich nervös machen. Schätze, sie hatte recht.
Alter. Hey, da draußen ist was. Oh. Schwein gehabt. Alter. Gut, dass ich mein Licht ausgemacht habe gerade noch. Geräusch. Ja, dann nehme ich auch gerade wieder einen Raketenwerfer und 9 Raketen. Danke dafür. Meterpatronen. Ich gerne. Hier werde ich irgendwas aufdecken. Geht einfach nicht anders. Weil ja einfach so viel ist. Oder mal kann ich hier runter vielleicht springen? Am Rand entlang. Dass ich das hier nicht aufdecke, was auch immer das gerade ist. Was ist das hier schon wieder? Der wird mir rot angezeigt, der aber nicht. Speicher mal. Scheint zumindest erstmal nicht feindlich, obwohl der mir rot angezeigt wird. Ich hoffe, du entscheidest dich, dein Leben zu ändern. Ich leider nicht verstanden, was Paper gesagt hat. Hey. Willkommen, Nächster. Wir sind immer froh, neue Gesichter zu sehen. Sag doch mal, fühlt sich diese Welt für dich zerbrochen an? Fragst du dich, warum es nicht wieder wie in den guten alten Zeiten sein kann? Wird es sowieso niemals werden, weil die komplette Welt sich verändert hat. Derzeit. Warum fragst du? Denn wenn du solch ein Mensch bist, ist das der richtige Ort, Nächster. Wir nennen uns die Säulen der Gemeinschaft. Wir sind eine neue Bewegung, also hast du vielleicht noch nicht von uns gehört. Aber wir wachsen im ganzen Commonwealth. Und auch du kannst Teil dieser spannenden Zukunft sein. Hier entlang bitte, dann erzähle ich dir gerne etwas über unsere Bewegung und darüber, wie du ein Teil davon sein kannst. Ich will eigentlich erstmal wissen, um was geht es in eurer Bewegung? Schön, dass du das fragst. Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Was meinst du? Bereit für den ersten Schritt in ein neues Leben? Den Versuch bist du dir schuldig. Nee, bin ich nicht. Das Leben davor war genauso scheiße, wenn man die ganze Korruptheit sieht. Ich habe erst noch einige weitere Fragen. Natürlich. Und ich bin hier, um sie zu beantworten. Schieß los. Um was geht es in eurer Bewegung? Unsere Mission ist nichts Geringeres, als das gesamte Commonwealth zu verändern. Leben für Leben. Vielleicht hast du mal in Bildern oder Geschichten erfahren, ich kann das nicht überspringen, leider. Wie das Leben vor dem großen Krieg war. Vielleicht hast du dich gefragt, warum kann es nicht wieder so sein? Ja. Tja, Nächster, ich sage dir, dass es möglich ist. Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Und wenn ich es mir später anders überlege? Es gibt absolut keine Verpflichtungen. Aber glaub mir, wenn du siehst, wie sich dein Leben ändert, willst du nicht mehr gehen. Ob du es glaubst oder nicht, noch nie hat uns eine Säule verlassen. Nicht viele Gruppen wie unsere können das von sich behaupten, oder? Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Noch nie hat uns eine Säule verlassen. Also finde ich schon... Also der ist mir schon sehr suspekt irgendwie. Ist... An sich ein netter Hintergedanke, was sie da probieren wollen, aber ich traue dem Ganzen nicht. Was muss ich tun, um der Bewegung beizutreten? Das ist das Schöne daran, Nächster. Du musst nichts tun, nur im Geist bereit sein und dein Herz für die Möglichkeiten öffnen. Hast du sonst noch Fragen, bevor wir anfangen? Das ist schon wieder völliger Quatsch. Du weißt gar nicht so richtig. Ja, du trittst einfach mal irgendeiner Bewegung und so weiter bei und er sagt dir, worum es geht, aber es gibt keine Anforderungen, nix. Also...
Ich habe keine weiteren Fragen. Gut, dann bist du hoffentlich bereit für deinen ersten Schritt in ein neues Leben als eine Säule der Gemeinschaft. Ich weiß nicht so recht. Natürlich. Wie solltest du dir sicher sein, wenn du es nicht erlebt hast? Komm mit, dann kannst du es erstmal ausprobieren. Wenn du siehst, was wir bieten, wirst du froh sein, uns eine Chance gegeben zu haben. Ich traue denen nicht. Ich freue mich immer, neue Mitglieder. Ich traue dem überhaupt nicht. Wir haben es gerade nicht eilig, oder? Keine Angst, ich beiße nicht. Könnte eine Weile dauern. Nicht so schüchtern. Komm. Eber? In Ordnung. Hoffentlich freust du dich auch so wie ich. Ich finde es besonders schön, neue Mitglieder in unserer Bewegung willkommen zu heißen. Der erste Schritt ist einfach. Du musst lernen, nicht mehr an materiellem Besitz zu hängen, um wahren Reichtum, wahre Gesundheit und wahres Glück zu erlangen. Gib mir einfach alles, was du hast. Dann weihe ich dich als Säule der Gemeinschaft der ersten Stufe ein. Vielleicht bin ich paranoid, aber das riecht nach einer Falle. Ja, natürlich. Das ist doch wohl ein Witz. Ich soll dir alles geben, was ich habe? Der erste Schritt ist der schwierigste, Nächster. Aber das ist die einzige Möglichkeit, dein altes Leben abzustreifen und den Weg hin zu Gesundheit, Reichtum und Glück zu beschreiten. Findest du nicht, das ist ein vorübergehendes kleines Opfer wert? Nein, das ist kein Opfer. Wenn ich dir alles gebe, wie soll ich etwas bekommen, wenn ich alles, was ich besitze, gebe? Diese Logik dahinter ist schon wieder völlig bescheuert. Natürlich ist das eine Falle. Nee. Hab's mir anders überlegt. Ich will doch nicht beitreten. Tut mir leid, darüber sind wir schon hinaus. Du musst mir wirklich... Ach, es war so klar. Sofort. Ich werde jetzt gehen. Deine Entscheidung, was du dagegen tun willst. So funktioniert das nicht. Ganz wie du willst. War so klar. Den haben wir es gezeigt. Es war so klar, dass... Noch immer in einem Schiff. Genau, kommt mal alle nacheinander rein. Ich hab's euch schon vermasselt. Wir haben Kindergarten hier. Es war so klar. Das war mir klein ein bisschen unkoscher. Ich hab das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Wahrscheinlich nicht. Obwohl, ein ordentlicher Journalist. Aber die haben halt tatsächlich alle nichts weiter einstecken, ne? Die haben wirklich alle ihr Zeug dann sozusagen abgegeben. Der hat aber alles gehabt sozusagen. Guck mal, der hat 202 Kronkorken, ey. Das ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Wieso? Hier darf ich mitnehmen, aber hier nicht. Das darf ich auch nicht knacken, weil das wieder... ...das wieder böse ist. Aber die hatten wirklich alle kein Zeug hier. Ja, ich will wissen, was hier dahinter ist. Sorry, Piper, das... Nein. Geschafft. Ganz schön hell hier drin, nicht wahr? Piper hat das nicht gefallen, ja. Wir haben sie wahrscheinlich alles dann aufbewahrt. Ich würde jetzt gerade mal interessieren, was passiert, wenn du denen wirklich alle Sachen gibst. Einfach mal so just for fun. Wahrscheinlich greifen die ihn dann aber trotzdem an oder so. Wer weiß, was die mit den Leuten machen.
Ein paar Stecker, ey. Hier schon wieder Schussgeräusche sehr weit entfernt. Also hier in der Nähe von Diamond City ist einfach nur Krieg ohne Ende. So sieht, komme ich hier ganz gut durch, ohne viel aufzudecken. Ich was höre. Jemand da? Was ist das? Wo sind sie hin? Sie hätten sich lieber verziehen sollen. Du schlage zu wie Red Color. Die sind hier nicht auf Verhandlungen aus. Auf Nimmerwiedersehen. Mutanten. Wütend, bewaffnet und im Anmarsch. Oh, hier haben sie wieder ein paar Raider erledigt. Das könnt ihr immer machen. Ich dumm. Wo du hin? Hast du sie im Visier? Ich dich finde. Dich umbringen. Nicht gut. Na, tut man hier doch nochmal durch. Zeit zum Sterben. Wo ist er? Weg. Nachschlag gefällig, was? Hä? Ja. Ach da. Ah, die Tür ist zu. Verdammt. Ja, ich knack ja erstmal eine Tür, ne? Dabei kann ich die Zeit anhalten. Ja, Gott, das... Weißt du was? Das muss einfach sein. Dann kann er sich nicht mal mehr heilen. Bäm. Sehr gut. Mach den gleich los. Das wäre sonst einfach richtig heftig jetzt geworden. So, was hast du denn? Erhöhe die Laufgeschwindigkeit des Trägers um 10%. Rüstung. Ja. /92, /95/64. Aber es hat halt einen Effekt dran, ne? Und im Schnitt eigentlich ein bisschen mehr Verteidigung. Mehr gegen Energie dann. Ich wollte mal Fußball spielen. Supermutanten, ey, ihr seid schon ekelhaft. Wex. Guten Ebo. Puder Siedler davor. Aber nicht gerade nett. Bleib ich aber auch erstmal draußen. Da gehen wir erstmal noch nicht hin. Ist die Alpha mit Schlingen. Er hält gut aus, Alter. Das ist besser gelaufen als erwartet. Ja gut, sind jetzt auch noch Mischlinge, ne?
Pass auf. Und der nächste Nachruf. Ihr habt schon alle verkrüppelt. Das ist halt richtig praktisch gegen Ghule. Wenn Ghule nicht an dich rankommen. Jetzt habe ich das Ding aber aufgedeckt. Scheiße. Old Corner Box, du. Verdammt. Verkrüppelt. Sehr gut. Ja, ihr habt nicht gehört, wie ich auch gerade Ghule abknalle. War ein Schrotthaufen. Boah, Alter, ich will doch nur zu diesem Ding da hinten. Hier wieder Supermutanten. Der ist fast weg. Da ist wer. Der sieht nicht freundlich aus. Wow, ihr seid echt viele, nicht wahr? Also noch. Du hast dich da echt wacker geschlagen, Blue. Das der hat einen Raketenwerfer. Wir wussten einfach nicht, wann Schluss ist, oder? Boah. Das gehört jetzt uns. Yep. Nein! Scheiße. Jetzt hab ich aus Versehen alles mitgenommen. Verdammt! Nur deinen Scheiß kannst du wieder haben. Das hier eigentlich angucken und hab dabei R gedrückt, weil man mit R mal alles anschaut. Lassen. Im Pro-Scharfschwert, okay. Raketenwerfer? Ja, Raketen hatte er noch. Das hier will ich jetzt nicht aufdecken. Wir haben doch hier genug Deckung. Haben wir eine schöne Knochensammlung. Meine Framerate kracht gerade wie sonst was ein, ey. Ist doch gar nicht. Los. Alter, meine Framerate ist bei 30 Grad. Framerate, verlass mich nicht. Und los, ey. Och man, ich will doch nur zu dem Ding da. Macht's gut, Gunner. Komm raus. Komm ich halt rein. Ja. Jetzt hab ich aber langsam die Schnauze voll, ey. Jetzt mache ich euch ja alle platt. Hier drinnen. Ist egal. Schwarze Bierfliege. Oh.
Ekelhaft. Oh ja, Piper. Sehr gut. Piper, willst du mich verarschen? Ich hab Piper einfach mal gerade voll 2 Schuss abgefeuert. Wo ist denn jetzt hier das Licht? Was da? So? Hitler gekillt. Also meine Framerate ist gerade echt am Einkacken, ne? Diesen Messer hier. Das lieber mal die Splittergranate auf mich werfen sollen. So, und zwar wieder ein Level Up. Alter, läuft ja. So, das heißt hier. Weitere 20 maximale Gesundheit und Regenerist verlorene Gesundheit. Hier ist echt was los in der Stadt, ne? Was ist denn los? Jetzt hab ich wieder irgendwas aufgedeckt. Das Ding hier. Scheiße, Mann. Da muss ich dann einiges nachholen hier. Elfboy. Jawoll. Mega selten, die Dinger. Bleib auf Distanz, wenn dir deine Gliedmassen lieb sind. Jawoll. Einfach mal das Gesicht zerschmelzen. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Gut weh, Freundchen. Neben. Und getroffen. Verdammt. Treff ich Gott nicht. So, jetzt aber. Ja, das tut weh, ne? Was ist eh mit dir, mein Freund? Was war das denn schon wieder? Hier ist ein Krieg. Endlich, statt 2 Erfahrungen, 11 Erfahrungen gekriegt. Oh nein, es sind nur Kakerlaken. Ich dachte schon, wir sind in Gefahr. Da sagst du was, Piper. Achso, das... Alter, ich dachte jetzt gerade, da vorne steht einer. Aber jetzt ist das nur hier so eine... Trappe. Ein Zementsack mitschleppen. Sieht mir kein Tag älter als 199 aus.
Kaffeedose. Kaffee, Beste. Auch wenn ich ihn leider nicht mehr trinken kann. Meine Framerate ist trotzdem gerade immer noch am Abkacken, ey. Die liegt zwischen 30 bis 40 die ganze Zeit. Ich weiß echt nicht, was gerade los ist. Ich glaube, wenn ich, bevor ich wirklich die Burg dann mache. Hast du da draußen was gesehen? Hast du es gesehen? Das große Auge im Wasser? Hä? Da ist irgendwas. Wo hast du es denn gesehen? Da drüben, hinter den ganzen Schiffswracks. Es guckt immer wieder aus dem Wasser. Hey, glaubst du, das Ding ist gefährlich? Es hat noch niemanden angegriffen, aber vielleicht lauert es nur. Hast du noch mehr gesehen, außer dem Auge? Ach, nur ein Stielauge. Ungefähr so wie bei Insekten. Ab und zu schaut es aus dem Wasser und sieht sich um, als würde es etwas jagen. Ich wette, es sucht frische Beute. Wie uns. Dann müsstest du es töten. Sein Kadaver würde hier rumliegen. Das wäre echt stark. Du willst, dass es uns angreift? Bist du verrückt, Junge? Ja, dann würde ich einen coolen Kampf sehen. Finde das Seeungeheuer. Müsste dahin schwimmen. Ich glaube, das ist aber sehr ungesund, dahin zu schwimmen. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal noch. Die Quest kenne ich tatsächlich noch gar nicht. Hätte ich noch nie gemacht. Keine Ahnung, was das ist. Framerate. Nur los. Ja, setz dich erstmal hin. So. Und wieder aufstehen. Genug gesessen. Die ganzen Viecher hier rumliegen sieht. Der Killer-Delfine oder was das ist. Könnte schon irgendwas dort im Wasser sein. Immerhin weiß man nicht, was die Strahlung alles im Meer verursacht hat. Jetzt mal weg. Wir kommen näher. Wieder. Ja, Lux wieder. Was für eine Verschwendung. Red Skorpion. Okay, das bringt auch nichts. Nicht. Ja, da ist er anfällig. Und mach's gut, mein Freund. Wiedersehen. Nein. Der hat mich vergiftet irgendwie. In deinen Schuhen möchte ich nicht stehen. Ja, hier kommst du nicht drüber, ne? Weil du nicht springen kannst, mein Freund. Oh. Oh. Oder wie mein Bruder sagen würde, au, 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 au. Jetzt kann man gerade gut treffen. Ich glaube, der ist gerade irgendwie buggy. Aber egal. Mach's gut, mein Freund. Eieiei.
des Mutantentöters Dreifachlauf. Raketenwerfer, ey, was? 50% mehr Schaden gegen Supermutanten, wenn ich mit dem Ding auf den Supermutant schieße. Den wird's komplett zerlegen, ey. Die Raketen hat er auch noch. Hier vorne ist auch schon wieder irgendwo Krieg. Hat man doch Brahmin gefressen? Das wär's. Kann man einfach nicht aussperren. Teddybär. Also die Fights hier sind schon echt heftig, ey. Ich schwimme einfach mal ganz schnell durchs Wasser. Ich hab keine Ahnung, ob hier mich vielleicht irgendwas im Wasser angreift. Das Ding zum Explodieren bringen kann? Was wär da sein? Du jetzt versuchen, dich davor zu verstecken. Mich seine Freunde gleich mit hochgejagt. Gulau. Oh Gott. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist nur gar nicht gut. Ekelhaft, Alter, widerlich. Wie ekelhaft, ey. Jetzt reicht's mir mit dir, du Missvieh, ey. Pfui. Der springt einfach mal davor. Der ist verblutet, okay. Der schießt jetzt wieder hier. Oh, was für eine Folge, ey. Geht's euch gut? Piper legt auch gerade richtig los. Yeah! Widerlich! Ja, wirklich widerlich. Ich hasse solches Viehzeug. Ja. Das hier war einfach nur gut, ey, dass ich den Klei hochgejagt habe, wenn der hier mit den anderen zusammenstand. Mir einiges erspart. Fressen aber auch alles, ey. Vielleicht noch einen schönen Safe knacken. Oh, meine FPS ist wenigstens mal wieder auf 60. Gott sei Dank. Keine Ahnung, was das war. Ich hoffe, man sieht es nicht so krass dann in der Aufnahme. Wo sind die denn nur hin?
gelaufen als erwartet. Hm. Okay. Hat sie einfach mal einen Super. Ein Pool einfach mal niedergeknüppelt. Warum nicht? Okay, geh mal weiter. Oh, wir sind bald da. Boah, was für eine Folge, ey. Ich bin gerade wirklich froh, dass ich schon so relativ viele Lebenspunkte jetzt hab, ne? Hey, durch hier. Einfach mal, dass ich ohne Probleme jetzt hier noch durchkomme. Da ist Preston. Aha. Okay, bevor ich aber zum Preston gehe, würde ich jetzt sagen, ich beende diese Folge hier mal. Und gucke, weil meine FPS bricht gerade schon wieder ein. Und ich weiß nicht warum. Vielleicht mal einen Rechner neu starten und so weiter, nochmal Internet prüfen. Mal schauen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal, die Burg zurückzuerobern. Nach diesen übelsten Schlachten hier, also stell mich mal hier hin. Hier in der Stadt. Halleluja, hier geht's schon richtig ab, ey. Dann freue ich mich echt auf die nächste Folge schon. Danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.